Mit festem Schritt geht das Kind voran in die Dunkelheit der Höhle. Kein einziges Monster ist zu sehen und außer dem beständigen Rauschen des Wasserfalls ist es totenstill. Als das Kind einen großen Aufenthaltsraum betritt, läuft ihm das aufgeweckte kleine Monsterkind entgegen. Jo, hast dich auch rausgeschlichen, um sie zu treffen? Richtig cool. Ich will genauso sein wie Andein, wenn ich groß bin. Aber hey, sag meinen Eltern nicht, dass ich hier bin, klar? Wortlos schreitet das Kind weiter voran und gelangt bald an einen Engpass, über den am Rand der Schlucht eine verhüllte Gestalt in dunkler Eisenrüstung wacht. Als das Kind durch das raschelnde hohe Gras schreitet, schreckt der Ritter auf und nähert sich mit gezücktem Speer der Felskante. Wer ist da? Zeig dich! Andein! Hier! Hier bin ich! Du? Es ist zu gefährlich hier. Geh nach Hause. Oh, okay, mach ich, Andein. Andein steckt den Speer weg und verschwindet in die Dunkelheit. Das kleine Monsterkind hüpft völlig überdreht aus dem hohen Gras heraus und entdeckt den Menschen, der unbeirrt lächelnd weitergeht. Wow, hast du gesehen, wie sie mich angeschaut hat? Das war der absolute Wahnsinn. Ich kann gar nicht glauben, dass sie sogar mit mir gesprochen hat. Komm, ich will sehen, wie sie ein paar böse Typen verhaut. Das kleine Monster stürmt nach vorn, stolpert und landet mit dem Gesicht auf dem Boden. Unbeirrt hüpft es wieder auf die Beine und rennt weiter. Der Mensch sieht ihm nach und folgt ihm. In den Tiefen der Höhle angekommen, macht es sich bereit zum Kampf. Noch 18. Hey du, was machst du denn noch hier? Hast du es nicht gehört? Ganz Waterfall wird evakuiert. Ein schrecklicher Mensch soll auf dem Weg hierher sein. Du, sag mal, du bist nicht von hier, was? Ich habe dich noch nie gesehen. Komm mit, wir können zusammen abhauen. Oh, was? Wie? So? Noch 17. Das Kind setzt seinen grausamen Feldzug durch die Höhle fort. Kein Monster, das sich ihm in den Weg stellt, hat doch nur den Hauch einer Chance. Oh, nein! Bitte, tu es nicht! Nein, ich... Oh Gott! Wieso? Wieso tust du das? Unaufhaltsam schlachtet es jedes einzelne Monster ab. Es spürt keine Reue und kein Mitleid. Es spürt absolut nichts mehr. Mit Papyrus hat es auch den letzten Rest seiner Empathie getötet. Als es durch den dunklen Raum voller Echoblumen schreitet, hallen immer noch ihre Rufe durch die Luft. Dahinter steht es vor einer großen Wand mit eingravierten Schriftzeichen und Bildern. Es würdigt sie nicht eines Blickes und schreitet fest daran vorbei. Da kracht knapp vor ihm ein glühender Speer in die Felswand und es bleibt stehen. Andein lauert direkt hinter ihm im Schatten und holt soeben mit einem weiteren Speer aus. Das Auge des Kindes blitzt kurz auf und dann rennt es wie von der Tarantel gestochen los auf den schmalen Holzpfad. Speere rasen durch die Luft, die Holzbretter auf dem Boden zersplittern und fallen in den reißenden Strom unter ihm an. Andein bewegt sich trotz ihrer Rüstung schnell und wendig, taucht immer wieder zwischen den gewaltigen Steinsäulen unter, um aus ihrem Versteck hervorzustoßen und weitere Speere auf den Menschen zu schleudern. Endlich erreicht das Kind eine ganze Fläche, dicht bewachsen mit hohem Gras. Es wirft sich hinein und bleibt reglos liegen. Als Andein das Dickicht durchkämmt, stößt sie auf irgendetwas. Sie greift nach dem Etwas und hebt es mit gezogenem Speer vor sich. Wow, Andein! Sie lässt das kleine Monster auf den Boden und verschwindet. Jo, Alter, hast du das gesehen? Andein hat mich angepackt und hochgehoben. Jetzt bist du ganz schön neidisch, was? Ohne ein Wort zu sagen, schreitet das Kind weiter den Kiespfad entlang.
Es gelangt in ein schlammiges Gebiet, in dem einige weitere Monster den Weg versperren. Hey Mann, was bist du für ein seltsames Bürschchen? Bock auf ein kleines Armdrücken, bevor wir abhauen? Nicht, dass wir noch von diesen komischen Menschen erwischt werden. Scheinst wohl keine Lust zu haben. Vielleicht später. Also komm, Mann. Gehen wir. Damn. Das hat echt wehgetan, du Penner. Du, was soll der Mist? Das war es also mit Aaron. Noch 10. In der Dunkelheit der Wasserfallhöhle kommt das Kind schnell voran. Es durchquert große, offene Bereiche, Höhlen und Grotten und kommt an Tropfsteinformationen und kleinen Seen entlang, die es alle nicht beachtet. Als es schließlich aus der Höhle heraustritt und kurz stehen bleibt, um sich zu orientieren, kommt ihm erneut das Monsterkind entgegen. Hey Jo! Ich hab gerade auf die Hauptstadt rausgesehen. Sieh mal, wie cool das hier ist. Haha, hast du zufällig einen Regenschirm dabei? Das Wetter ist richtig krass. Keine Antwort. Das Kind sieht ein kleines Felsplateau, hinter dem der Weg weiterführt. Es klettert an der rauen Felswand empor, ignoriert den strömenden Regen und lässt das armlose Monsterkind hinter sich zurück. Der nächste Raum wird nur von der Eingangstür her beleuchtet. Er ist groß und weit. Der gesamte Boden besteht aus morschen Holzplanken, die sich mit jedem Schritt knackend verbiegen. Plötzlich splittert das Holz und ein glühender Speer bricht hindurch. Unmittelbar unter dem Kind steht Undyne auf einer weiteren Holzplattform. Sie holt aus und wirft einen weiteren Speer durch das Holz. Das Kind rennt grimmig weiter, weicht knapp den fliegenden Speeren aus und steht schlussendlich in einer Sackgasse. Kurz sieht es zu seinem Messer, aber beschließt dann, sich den Rand der Plattform weiter zu nähern. Undyne kommt langsam mit gezücktem Speer auf es zu. Da lässt sich das Kind hintenüber von der Klippe fallen und stürzt in die Tiefe hinab. Ich glaube, es kommt von hier. Oh, du bist runtergefallen, nicht wahr? Komm, ich helfe dir auf. Ist alles in Ordnung? Chara, hm? Schöner Name. Mein Name ist... Nutzlose Erinnerung. Wir müssen weiter. Das Kind richtet sich auf und schaut umher. Es befindet sich mitten auf einem großen Schrottplatz. Nach einem kurzen Moment des Sammelns geht es weiter und findet bald einen Pfad, der aus der nassen Grube herausführt. Als es gerade auf den Ausgang zumarschiert, taucht plötzlich und unerwartet eine mitgenommene Trainingsattrappe vor ihm auf, das sonst ausdruckslose Gesicht zu einem maßlos wütenden Starren verzerrt. Na, glaubst du kannst mir so einfach entkommen? Ich bin ein Geist, der in einem Dummy lebt. Mein Cousin hat ebenfalls in einem Dummy gelebt, bis du vorbeikamst. Nicht nur, dass du ihn verprügelt hast. Nicht nur, dass du ihn dazu gezwungen hast, sein Zuhause zu verlassen. Nein, du hast auch noch dafür gesorgt, dass all seine Nachbarn weg sind. Ekelhaft! 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 Du bist die fürchterlichste, scheußlichste, verwerflichste, widerwärtigste Kreatur, die ich zu meinem Leidwesen jemals getroffen habe. Ja, ich war noch niemals in meinem ganzen Leben so wütend! So wütend! Ja, mein Wutpegel übersteigt jede Skala! Ich werde dich! Dieses Gefühl... Heurika! Dieser Moment der ungezügelten Wut hat mir endlich erlaubt, eins mit meinem Körper zu werden. Ja, mein Lebenstraum! Endlich habe ich erreicht, was ich schon immer wollte. Als Gegenleistung lasse ich dich in Ruhe. Wie klingt das?
Der nicht mehr wütende Dummy lächelt mit freudig geröteten Wangen in Richtung des Kindes. Doch dieses zieht in einer schnellen Bewegung sein Messer und sticht damit den Dummy mitten in die Brust. Er erstarrt und reißt die Augen auf. Dann zerfasert er zu Staub. Den Schrottplatz hinter sich lassend, setzt das Kind seinen Weg fort. Es folgt dem schmalen Pfad zwischen den Klippen hindurch und findet bald einen Höhleneingang in der Felswand neben sich. Ein flackerndes Licht scheint durch den Spalt hindurch und so beschließt es, hineinzugehen. Die Höhle ist eine Art Rumpelkammer, in der allerhand Kram aufgetürmt wurde. Inmitten des Chaos sitzt an einem kleinen Holztisch ein alter Schildkrötenmann, der das Kind durch sein dickes Brillenglas beäugt. Du bist hier reingekommen. Wie nett, wie nett. Erwarte nicht, dass ich dir einen Rabatt gebe, nur weil du ein psychopathischer Killer bist. Ey, bevor du mich abmurkst, willst du noch ein bisschen plaudern? Hä? Na? Zum Beispiel darüber, wie ich mich mit dem König unterhalten habe? Ich dachte immer, es wäre sinnlos, aus dem Untergrund zu fliehen. Immerhin würden die Menschen uns oben einfach sofort kalt machen. Aber, hey, jetzt passiert uns hier unten ja genau das Gleiche. Das Kind starrt den alten Mann an und dieser mustert es mit einer Mischung aus Ekel und Belustigung. In seinen Zügen keine Spur von Angst. Er muss irgendetwas aushecken. Willst du mich mit diesem bescheuerten Blick einschüchtern? Da muss dir schon was Besseres einfallen. Oder meinst du, ich kämpfe mit dir? Na, sowas mache ich nicht. Ich bin kein Held. War ich nie. Da gibt es bessere Leute als mich. Na schön. Du willst wohl nichts sagen. Dann mach schon. Bring es zu Ende und mach dich auf den Weg. Der Alte grinst und schließt die Augen. Das Kind hebt sein Messer. Hab ich gut gemacht, oder? Dich aufzuhalten. Hat nicht so viel gebracht, zugegeben. Aber jede Sekunde, die ich dich hier halte, erkauft den lieben Leuten da draußen etwas mehr Zeit. Nobel, was? Vielleicht bin ich ja doch ein Held. Und jetzt komm. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Mock's mich schon ab. Ein schneller Stich in die Brust und der alte Mann sinkt zusammen. Gleichgültig macht das Kind kehrt und quetscht sich durch die Felsspalte hindurch. Auf Nimmerwiedersehen. Bald betritt das Kind einen schmalen Pfad durch die Marschen. Es folgt ihm und stößt auf weitere Nachzügler, die es mit derselben Kaltblütigkeit vernichtet. Noch zwei. In einer scharfen Kurve führt ein rutschiger Seitenpfad hinab in ein kleines Tal. Dort sind überall auf dem matschigen Boden Pfotenspuren zu sehen. Ein verwittertes Schild mit der Aufschrift Willkommen in Temville hängt an der Wand und in einer Nische steht eine große Steinstatue mit den Worten Permütte Temmi, sehr berühmt, in den Sockel graviert. Als das Kind den Blick nach links neigt, entdeckt es eine Art hundeähnliche Katze im gestreiften Pullover, die eilig einigen Kram zusammensucht und in großen Pappkartons unterbringt. Als sie das Kind sieht, erschreckt sie. Ich meine, hi, ich bin Temmi, das hier ist der Temmi-Shop. Hier war der Temmi-Shop. Temmi sind abgehauen. Alle weg. Sad Face. Temmi haut auch bald ab. Jau, jau. Cute, aber böse Mensch kommt bald her. Du willst nicht auch abhauen? Du solltest. Temmi macht sich sonst große Sorge um dich. Ruffel. Warum? Guckst du mich so strange an? Nein. Warum du Temmi gehauen? Tut mega weh. Oh. Ha. Temmi stirbt. Tut. Noch eins. Die Marschen enden. Das Kind betritt einen schroffen Gebirgspfad und durchquert einen stockfinsteren Tunnel.
Als es auf der anderen Seite herauskommt, befindet sich vor ihm eine gewaltige, klaffende Schlucht, über die nur eine schmale Holzbrücke gebaut wurde. Der Wind peitscht dem Kind um die Ohren, als es dem Weg folgt. Da knarrt hinter ihm die Brücke. Jo! Jo! Jo, Andein hat mir gesagt, ich soll mich von dir fernhalten. Sie meinte, dass du vielen Leuten sehr weh tust. Aber das stimmt nicht, oder? Jo? Jo? Hallo? Ey, Jo! Wieso antwortest du mir nicht? Und was ist mit deinem Gesichtsausdruck? Du machst mir Angst. Das Kind macht einen Schritt auf das Monsterkind zu und zieht sein Messer hervor. Noch eins. Oh Mann, mein Herz schlägt mir bis in die Ohren. Was würde Andein jetzt tun? Jo, du bleibst besser stehen, wo du bist. Denn, wenn du noch irgendwem wehtun willst, musst du erst an mir vorbei. Es steht mir im Weg. Töte es. Sofort. Oh nein! Was? Andein! Du bist verletzt! Verletzt? Das ist nichts beim... Nächsten Mal, wenn ich dir sage, dass du gehen sollst, dann hör auf mich, okay? Andein, ich kümmere mich um das hier. Verschwinde schon! Das Monsterkind zögert kurz und flieht dann in die Dunkelheit. Andein sieht ihm einen Moment nach und richtet dann den Blick auf den Menschen. Doch ihre Knie zittern. Ein großer, scheußlicher Schnitt klafft mitten in ihrem Oberkörper und der Körper beginnt bereits, sich aufzulösen. Das ist nichts. Nein, irgendwie... Mit nur einem Schlag bin ich schon im Begriff Papyrus, Elphys, Asgore. So schnell, so leicht habe ich euch im Stich gelassen. Immer mehr Staub weht von Andein hinfort und sie ist kaum noch zu erkennen. Doch als das Kind sich bereits umwenden will, um sie ihrem Schicksal zu überlassen, reißt Andein das Auge auf. Eine Woge der Entschlossenheit übermannt sie und sie tritt fest auf die Holzplanken auf. Nein, mein Körper mag sich anfühlen, als würde er in 1 Million Teile zerrissen. Aber tief in meiner Seele habe ich dieses Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Mein Wille verhindert es, mich einfach so sterben zu lassen. Hier geht es längst nicht mehr nur um die Monster. Wenn du an mir vorbeikommst, vernichtest du sie alle, nicht wahr? Monster, Menschen, einfach alle. Alle Hoffnungen und Träume, alle weggepustet wie Staub im Wind. Aber das lasse ich nicht zu. Ich spüre, wie sich der Wille und die Entschlossenheit allen Lebens auf dieser Welt vereint. Ich kann die Herzen aller als eines schlagen spüren. Alle haben nur ein einziges Ziel, dich zu töten. Mensch, nein, was auch immer du bist, im Namen der ganzen Welt und aller seiner Bewohner, ich, Andein, werde dich aufhalten. Mit all ihrer Macht setzt sie ihren Körper wieder zusammen. Dunkle Rüstung hüllt sie ein. Ihr Auge funkelt vor Entschlossenheit, ein gleißender Speer erscheint in ihrer Hand. Der Wind heult um die beiden herum und Andein baut sich vor dem Kind zu ihrer absoluten Stärke auf. Ha, du wirst dich wohl etwas mehr anstrengen müssen. Der Kampf beginnt. Andein wirft ihren Speer und in ihrer Hand erscheint augenblicklich ein neuer. Das Kind springt nach vorn und sticht mit der Klinge auf Andeins Bein ein. Ignoriert den Schmerz und sticht mit dem Speer auf den Boden. Krachend gibt das Holz nach und das Kind rollt sich zur Seite. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, schleudert Andein den nächsten Speer. Dann noch einen. Dann sticht sie nach dem Kind, holt schnell aus, weicht einem Konter des Kindes geschickt aus und trifft es schließlich genau in den Bauch. Die Augen des Kindes blitzen rot auf und das Küchenmesser entgleitet seinen Händen.
Das ist für Papyrus und all die anderen. Undyne packt das Kind am Hals und drückt ihm die Luft ab. In ihren Zügen liegen blanke Verachtung und Zorn. Sie lässt das Kind los und es fällt schwer verwundet in die dunkle Schlucht hinab, um unten auf den spitzen Felsen zu zerschellen. Nein, meine Entschlossenheit ist größer. Ha, du wirst dich wohl etwas mehr anstrengen müssen. Der Kampf beginnt. Undyne wirft ihren Speer und in ihrer Hand erscheint augenblicklich ein neuer. Das Kind wehrt das Projektil noch in der Luft mit der Klinge ab und hiebt auf Undyne ein. Sie weicht nach hinten aus und schleudert eine ganze Salve von Speeren auf das Kind. In einer raschen Drehung fügt es ihr einen schweren Schnitt am Knie zu und Undyne zuckt zusammen. Doch es reicht bei weitem nicht, um sie zu besiegen. Mit einem Speer in der Hand schlägt sie auf das Kind ein und streift sein Gesicht. Ein Spritzer Blut fällt zu Boden und Undyne gewinnt wieder die Oberhand. Sie wirft einen Speer und hiebt mit beiden Händen auf das taumelnde Kind. Da bekommt sie es erneut am Hals zu packen, zieht es nah zu sich und stößt ihm einen ihrer Speere in die Brust. Der Schmerz ist gut. So leicht besiegt sie mich nicht. Du wirst dich wohl etwas mehr anstrengen müssen. Der Kampf beginnt. Undyne wirft ihren Speer und in ihrer Hand erscheint augenblicklich ein neuer. Das Kind duckt sich darunter weg und rollt sich unter Undyne hindurch. Sie wendet sich blitzschnell um und trifft noch in der Bewegung die Hand des Kindes. Es verliert seine Waffe und schaut schockiert auf. Undyne zögert nicht und spießt das Kind auf. Das muss besser werden. Ha, du wirst dich wohl etwas mehr anstrengen müssen. Der Kampf beginnt. Undyne wirft ihren Speer und in ihrer Hand erscheint augenblicklich ein neuer. Klirrend fällt er hinter dem Kind zu Boden und es rennt auf Undyne zu. Sie holt weit aus und zertrümmert das Holz unter dem Kind. Mit Anlauf springt es über die Bresche und sticht in Richtung von Undynes Kopf. Doch sie pariert den Angriff mit einem neuen Speer und schleudert mit der anderen Hand einen zweiten. Haarscharf weicht das Kind aus und landet direkt vor Undyne. Ein weiterer Speer. Das Kind pariert. Konter. Undyne wehrt ihn ab und wirft gleich vier Speere hinterher, denen das Kind nur in letzter Sekunde ausweichen kann. Als Undyne einen großen Schritt nach vorne macht, kracht das Holz. Mit einem Mal zerbirst die komplette Brücke. Undyne und das Kind fallen in die Tiefe hinab. Dann sterben wir also wenigstens beide hier. Mir soll es recht sein. Ich werde langsam ungeduldig. Du wirst dich wohl etwas mehr anstrengen müssen. Der Kampf beginnt. Undyne wirft ihren Speer und in ihrer Hand erscheint augenblicklich ein neuer. Und auch dieses Mal gelingt es Undyne, das Kind niederzuwerfen. Du wirst dich wohl etwas mehr anstrengen müssen. Und erneut. Du wirst dich wohl etwas mehr anstrengen müssen. Und ein weiteres Mal. Du wirst dich wohl etwas mehr anstrengen müssen. Und nochmal. Du wirst dich wohl etwas mehr anstrengen müssen. Und schon wieder. Du wirst dich wohl etwas mehr anstrengen müssen. Als das Kind schließlich wieder vor Undyne steht, ist sein lächelnder Gesichtsausdruck einem wütenden und frustrierenden Starren gewichen. Es hat Undyne vollkommen im Blick und zittert vor Hass. Seine Augen glühen rot und seine Haut ist schneeweiß. Es reicht endgültig. Zeit, sie ein für alle Mal zu vernichten. Ha! Du wirst dich wohl etwas mehr anstrengen müssen. Der Kampf beginnt. Noch bevor Undyne ihren Speer werfen kann, wirft sich das Kind in einer Spirale nach vorn und trifft sie in der linken Flanke. Sie greift nach ihm, aber bekommt ihn nicht zu fassen. Ein Schnitt in ihrem Bein. Sie dreht sich um und sticht mit ihrem Speer nach dem Kind. Da ist es schon wieder verschwunden und holt mit aller Kraft nach ihrem linken Arm aus. Sein Messer klirrt und zerreißt ihren Handschuh.
Doch nun blitzt Andeins Auge auf und sie grinst manisch. Schnell dreht sie sich und wischt das Kind mit ihrem Speer aus der Luft. Es hat einen fiesen Schnitt mitten auf der Brust und knurrt grimmig in sich hinein. Andein wirft den Speer und läuft auf das Kind zu. Es pariert knapp und wirft sich ihr entgegen. Speer und Messer prallen aufeinander und blaue Funken sprühen in alle Richtungen. Andein tritt nach dem Kind und es verliert den Boden unter den Füßen. In letzter Sekunde bekommt es den Griff von Andeins Speer zu fassen und kommt wieder auf den Boden zurück. Ein weiterer Hieb, eine weitere Parade. Andein sticht nach dem Kind, lässt plötzlich aus dem Himmel eine ganze Salve von Speeren regnen, denen das Kind nur haarscharf ausweicht. Es wirbelt herum, sticht und fuchtelt um sich. Die Wut durchfließt das Kind wie eine eisige Strömung. Ohne Rücksicht auf Verluste donnert es immer wieder auf Andeins Rüstung ein, fügt ihr jedes Mal ernstzunehmende Schäden zu, aber steckt dabei ebenso viele schmerzhafte Treffer ein. Auf dem schmalen Holzsteg haben beide nicht viel Platz zu manövrieren. Doch nach all den gescheiterten Versuchen, in denen das Kind Andeins Kampfstil genauestens beobachten konnte, hat es einen Vorteil gewonnen. So dauert der Kampf gefühlt endlos lang, doch am Ende trifft es mit einem harten Schlag Andein genau an der Brust. Sie taumelt zurück und verliert ihren Speer. Verdammt! Selbst mit all dieser Macht bin ich nicht stark genug. Wenn du denkst, dass ich meine Hoffnung verlieren werde, dann irrst du dich. Während Andein spricht, zerfließt ihr kompletter Körper. Sie schmilzt wie Eis in der Sonne und kann sich kaum mehr zusammenhalten. Denn ich habe den Rückhalt meiner Freunde. Elphys sagte, dass sie unserem Kampf zusehen würde. Und sollte irgendetwas schiefgehen, würde sie die Leitung über die Evakuierung übernehmen. Mittlerweile wird sie Asgore kontaktiert haben. Er hat die 6 Menschenseelen absorbiert und mit dieser Macht wird er dich vernichten. Diese Welt wird weiter bestehen. Schließlich löst sie sich in Staub auf. Und das Kind bleibt allein, angeschlagen. Verdreckt im heulenden Wind auf der Brücke stehen.